Nun, wir befinden uns hier also direkt unter dem vermeintlich verdächtigen Briefkasten von, ja, wir wissen schon, dieser eben jene besagte Steintroll. Wir wollen mal gucken, ob der große Steintroll denn auch zu Hause ist. Mal sehen. Letzten Montag in der Passerelle, ich schlender nur so vor mich hin, besuche eine Toto-Lotto-Annahmestelle, da fragt mich einer, ob ich es bin. Ich verneine es verärgert, ich heiße nur so, alles in mir schreit nach Eile. Doch er hält mich fest, er stinkt nach Pernod und ich rieche sie schon, die Langeweile. Tage, an denen es regnet, es gibt auch Tage, an denen es schneit. Es gibt Tage, an denen mir, wer weiß, ich nicht begegnet und an solchen Tagen tue ich mir leid. Geboren im Bad Hersfelder 68er Blatt, zur Zeit der Terroristen jetzt an einem kalten Wintertag, spürte Jonas schon sehr früh, die Kälte kommt von draußen, Gefahr droht ihr von überall und nicht nur von rechts außen. Seine Eltern steckten ihn sehr früh in einen Kinderladen, dort spielte er ganz laissez-faire mit Raupen, Würmern, Maden, mit Asseln, Spinnen, Engerlingen, nur mit Kindern nicht. Am liebsten aber mit einer Ente aus Plüsch, ganz rot und schlicht. Die durfte mit ihm mit nach Haus zu Gudrun und Picot, ins Bett und an den Mittagstisch und natürlich mit aufs Klo. Sie war für ihn ein treuer Freund, der Ersatz für Gudruns Ditten, war immer öfter Tränen schwamm, wenn sich die Eltern stritten. Und als sich Gudrun dann von ihm und Pico trennte, da nahm er das mit viel Humor, es blieb ihm ja die Ente, mit der man ihn von nun an stets nur noch gemeinsam sah, und ging er außer Haus, nahm er dies Spottlied wahr.
Schwarz sind seine Hände, aschblond ist sein Haar. Weiß sind seine Zähne, blau sein Augenpaar. Doch rot ist seine Ente, und das, weil sie sich schämt. Dann hat eine Ente Sex mit Menschen, gilt sie als schwächlich und gezähmt. Er ging bald in die Schule, er wusste nicht wozu, denn seine Klassenlehrerin war eine dumme Kuh. Nahm sie ihm doch die Ente weg, die kommt in den Schrank, und gab sie erst nach Schulschluss zurück, auf ein Bitte vielen Dank. Das wandelte er einmal ab in ein Bitte dumme Kuh. Das wandelte er einmal ab in ein Bitte dumme Kuh. Rannte los, doch stolperte übern Schnürsenkel am Schuh, fiel unglücklich und in die Arme von Herrn Rektor Stein, sah seine ganze Stunde nach, hörte im Hof die Kinder schreien. Schwarz sind seine Hände, aschblond ist sein Haar, weiß sind seine Zähne, blau sein Augenpaar, doch rot ist seine Ente, und das, weil sie sich schämt, denn hat eine Ente Sex mit Menschen, gilt sie als schwächlich und gezähmt. Nachsitzen, so sprach Herr Stein als Chance zu verstehen, sei anfangs schwer und bla bla bla, Jonas durfte gehen, und ging dann aber doch zu weit, als er zu dem Mandante aus Mozarts kleiner Nachtmusik seine Plüschente verbrannte, und zwar gleich am nächsten Morgen in der ersten großen Pause, mitten auf dem Schulhof in stiller Post als große Sause, angekündigt wurde es, das erste Happening der hessischen Geschichte, das ein Grundschüler beging. Feuerzeug und Grammophon wurden sofort konfisziert, Biko weg vom Arbeitsplatz zum Schulleiter zitiert, und Jonas musste mit Frau Schmidt, seiner Klassenlehrerin, zwei ganze volle Stunden allein im Klassenraum verbringen. Die anderen Kinder durften gehen wegen Hitze frei, denn 20 Grad im Schatten sind eine Zumutung im Mai, und genau als eine solche hat Biko die zwei Stunden Referaterziehung pro und contra des Schulleiters empfunden. Es wurde Stillschweigen vereinbart damals im Rektorat, und trotzdem war die pyromane Selbsterziehungstat seines Sohnes der lang ersehnte Auslöser für ihn, mit Sack und Pack und Sohnemann nach Hannover umzuziehen. Und Jonas blühte auf, denn viele wurden hier wie er von nur einem Elternteil und dazu anti-autoritär erzogen, und genau mit diesen sog er irgendwann durch die Nordstadt, schwänzte, kiffte, sprühte Texan Straßenbahn. Er entwickelte sich also, wie man so schön sagt, normal. Sein Werdegang bis heute ist trivial. Realschulabschluss, Drogenszene, Drogentherapie, Abendschule, Abitur. Er schafft auch irgendwie irgendwann den lang ersehnten Führerschein. Am Prüfungstag jedoch holt die Vergangenheit hinein, denn seine Tante schenkt ihm ihren alten roten 2CV, und bereits bei seiner Jungfernfahrt wünscht er sich, er wäre blau. Denn schwarz sind seine Hände, aschblond ist sein Haar, weiß sind seine Zähne, blau sein Augenpaar, doch rot ist seine Ente, und das, weil sie sich schämt, denn hat eine Ente Sex mit Menschen, gilt sie als schwächlich und gezähmt. Im Krankenhaus besuche ich Jonas auf den Sprung, Nierenanriss, Knochenbrüche, Gehirnerschütterung, Blutergüsse, Prellungen und Narben im Gesicht. Er zeigt auf ein Uringefäß und lächelt, als er spricht. Schwarz sind seine Hände, aschblond ist sein Haar, weiß sind seine Zähne, blau sein Augenpaar, doch rot ist seine Ente, und das, weil sie sich schämt, denn hat eine Ente Sex mit Menschen, gilt sie als schwächlich und gezähmt.